Zuschauer, ich begrüße Sie zur Kulturschock-Show am 498. Kulturschock am Sonntag, den 14. Februar 2010. Internationale Röhrstudie. Sensation im international anerkannten Institut für Röhrforschung am Kulturschock. Lange schon rätseln Forscher aus aller Welt, ob Else Röhr wohl auch so alt ist, dass sie als erste Musikerin der Weltgeschichte dargestellt werden könnte. Gegebenenfalls fragt man sich dann auch noch, wer ein musikalisches Vorbild für sie hätte sein können, sollte sie nicht die Erste gewesen sein. Zur Übertragung damals könnten hohe Felsen gedient haben, auf denen sich urzeitliche Sänger niederließen, um mit ihrem kräftigen Organ, das in der Tat sehr kräftig gewesen sein muss, die Welt um sie herum zu erfüllen mit Musik. Mutmaßungen einiger Forscher zufolge könnte etwa Marie-Louise Nikuta ein musikalisches Vorbild gewesen sein. Auf dem Seminar für antike Karnevalogie heißt es, die Sängerin habe bereits 10.687 Jahre vor dem ersten Karneval das erste Mottolied geträllert. Beide Theorien. Klatschen Sie ruhig. Beide Theorien werfen eine neue Frage auf. Wurde als Schreiber denn nur nach Else oder nach Marie-Louise benannt? Valentinsfrust. Der Frust beherrscht die Gefühle von Schocklets und Anwärterinnen fürs Schocklet-Dasein. Zum einen jene, die nicht vergeben sind, diesen Tag alleine und ungeliebt verbringen. Unter anderem Amelie. Sie ist vergeben, machen Sie sich keine Hoffnungen. Zum Glück. Sie gehört zu jenen, die verpartnert sind und die frustriert sind, weil der andere sich für seinen Kater interessiert. Besonders im Fall von Amelie Metzkurz handelt es sich dabei nicht um einen neckischen Kosenamen. Cassandra im Schnee verloren. Auf dem Weg zum Kulturschock verschwand Künstlerin Cassandra in einem Schneesturm. Auch ihre bunte Farben gaben den Suchtrips keinen Hinweis auf ihren Verbleib. Stimmt, die war weiß geklaut. Inzwischen befürchtet man, dass die bunteste Künstlerin des Kulturschocks erfroren ist. Oh. Else Röhr, die nach jedem Kulturschock eingefroren wird, um ihre Jugend zu erhalten, sagte dazu, meiner Erfahrung nach ist das gar nicht so schlimm. Ich habe mit 21 Jahren angefangen, mich einfrieren zu lassen und habe seitdem keine zusätzliche Falte bekommen. Nun die Aussichten für Sonntag, den 21. Februar 2010 und gleichzeitig 499. Kultur. Es ist übrigens noch einer bis zum 500. Zu spät. Mal wieder. Ich bin gleich mit Ihnen. Else, nächste Woche gibt es schlimme Nachrichten für dich. Es liegt daran, dass Else Röhr vergessen hat, dass sie moderieren muss. In der Technik braut sich ein furchtbarer Schneesturm zusammen. Liegt daran, dass Herr Stört mal wieder alle Muffins alleine essen wollte und Mary Muffin etwas zu viel Puderzucker verwendet hat. Und das waren die Nachrichten am 498. Kulturschock, Sonntag, den 498. Kulturschock. Mit ihrer Lilliput. Die Redaktion wünscht Ihnen jecke Tag und alle, die es nicht wollen, viel Glück, dem Ganzen zu entkommen.